dachte, bei Twitter sieht ja eh keiner oder nur so ein paar Leute. Moin. Wisst ihr, eigentlich wollte ich die Woche irgendwann, als ich beim Kaffee auf meinem Balkon saß, nur mal ganz kurz mir meinen Frust von der Seele schreiben. Dachte, bei Twitter sieht ja eh keiner oder nur so ein paar Leute. Pustekuchen. Ich habe dort einen Tweet verfasst, der inzwischen über 50.000 Leute erreicht hat, super viel Support bekommen hat und der gezeigt hat, dass super viele Menschen genauso wütend und frustriert sind wie ich. Warum eigentlich? Naja, ich bin inzwischen vor fast 6 Jahren eingetreten in die SPD, unter anderem mit der Hoffnung, dass sich die damals sächsischen Ergebnisse an den Bundestrend anpassen und nicht andersrum. Seitdem schlage ich mir irgendwie jedes zweite Wochenende, das reicht gar nicht, ständig Wochenenden um die Ohren, bin von früh bis spät unterwegs, was mir auch total Spaß macht. Ich stehe auf Politik, ich stehe darauf, mit jungen Leuten zu reden, über unsere Themen. Aber da reißt man sich jahrelang den Arsch auf und irgendwelche Leute in Fraktionen, im Vorstand, reißen das mit dem Arsch wieder ein. Das gute Rückkehrgesetz, was am Freitag beschlossen wurde, war sowas von ein Schlag in die Fresse von mehreren Arbeitsgemeinschaften der SPD, von Flüchtlingsinitiativen, von der Zivilgesellschaft, von Seenotrettungsinitiativen. Was diese Fraktion dort gemacht hat, und zwar gegen den Protest, breiten Protest der Partei, kotzt mich einfach nur an. Ich danke den 8 Leuten, die dagegen gestimmt haben. Wirklich, ihr gebt mir noch ein bisschen Hoffnung. Aber ganz ehrlich, das ist auch nur ein Punkt. Ich habe vorher die Debatte mitbekommen, warum man in diesem Gesetz zustimme. Der viel schlimmere Grund ist ja, wenn man wirklich überzeugt war davon. Aber häufig kam halt echt mal wieder nur die Argumentation, sonst platzt die GroKo. Und? Sorry, Leute, aber diese große Koalition ist doch der Grund, warum wir gerade irgendwie bei 12% rumschwirren, warum uns niemand mehr glaubt, was wir sagen, warum niemand mehr weiß, wofür wir überhaupt stehen. Diese große Koalition, da müssen wir endlich raus. Wir müssen endlich raus. Lasst es uns auf Neuwahlen ankommen. Lasst uns dann gerne auch für ein progressives Bündnis werben. Liebe Fraktionen, ihr fallt nicht in ein tiefes Loch, wenn jetzt auf einmal die Koalition endet. Nee, weil wenn ihr jetzt rausgeht, dann habt ihr die Chance, dass wir immer noch Wahlkampf machen, weil wir dann dran glauben, dass da neue Gesichter rankommen, dass dann endlich vorbei ist mit diesem Murks mit der CDU. Und liebe SPD, lasst uns doch bitte endlich mal mutig sein. Lasst uns doch mal beim Klimawandel und beim Thema Klimaschutz nicht immer nur sagen, aber die Arbeitsplätze und die Kohlekonzerne, nee. Wichtig ist, dass wir rausgehen aus der Kohle, die natürlich den Leuten dort ein Angebot machen. Aber der Klimawandel wartet nicht, bis wir uns irgendwie entschieden haben. Oder auch bei Themen wie Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Da dürfen wir nicht wackeln, da müssen wir feststehen. Und auch wenn Kevin Kühnert irgendwie mit Sozialismus anfängt und mit Vergesellschaftung, warum hyperventilieren da denn schon wieder Leute von uns? Was soll das denn? Das sind wichtige Fragen. Das sind Fragen, über die wir diskutieren müssen und sollten. Wir haben den demokratischen Sozialismus nicht aus Spaß bei uns im Hamburger Programm stehen. Und ein weiterer Punkt, der mich echt ankotzt. Ich habe keinen Bock mehr, dass alte, anzugtragende Säcke in dieser Partei aus der hintersten, vorletzten Reihe immer wieder mit ihren Klugscheißer-Argumenten in irgendwelchen Kolumnen kommen. Lieber Sigmar Gabriel, wäre doch richtig cool, wenn du mal die Chance hättest, die SPD mitzugestalten, mitzubestimmen, in welche Richtung es geht, oder? Ja, warte mal. Ich glaube, da war ja was. Du hattest deine Chance. Und hast du sie genutzt? Scheinbar nein. Liebe SPD, liebe Fraktion, mach doch mal Platz für die jungen Leute. Wirklich, ganz ehrlich. Das ist auch jetzt mein Appell an die Jusos. Ich kann jeden Frust, und ich bin selber gerade super gefrustet, ich kann euch verstehen. Aber es bringt jetzt nichts, wenn wir einen Kopf in den Sand stecken. Es bringt nichts, wenn jetzt Leute massenweise austreten. Denn was uns jetzt was bringt, das ist, wenn wir ab morgen sagen, wir krempeln die SPD auf links um. Wir schicken jetzt junge Leute in die Parlamente. Wir schicken jetzt junge Leute in die Ämter. Wir schicken progressive Menschen in die Ämter. Wir schicken da Leute hin, die nicht schon seit Jahren irgendwie dazu beitragen, dass die SPD immer nur vor die Karre fährt. Bin ich nur so wütend, weil ich mir Sorgen mache um die SPD. Natürlich auch. Aber ich lebe seit 26 Jahren in Sachsen. Hier geht es nicht nur darum, ob die SPD 12% hat. Wäre schön. Hier geht es darum, dass wir überhaupt zweistellig sind. Ganz ehrlich, hier geht es gerade darum, dass Sachsen das erste Bundesland sein könnte, was schwarz-blau regiert wird. Hier geht es darum, den massiven Rechtsruck zu verhindern und einzig und allein darum, unsere Demokratie zu schützen. Hier geht es um so viel mehr, als ob wir in irgendeiner Regierung mit drin sind. Wenn wir das nicht begreifen, auch als Partei, dann haben wir irgendwie den Schuss nicht gehört. Und genau deswegen, und jetzt kommt das Positive, bin ich angetreten,
um für den Landtag zu kandidieren. Genau deswegen engagiere ich mich bei den Jusos, bei der SPD, weil ich eben noch Hoffnung habe, weil ich super viele junge, motivierte Leute an meiner Seite weiß, weil ich weiß, dass es Abgeordnete gibt, die im Bundestag eben nicht zu einem Ja sagen, weil ich weiß, dass wir immer noch viele Leute mit Ideen, mit Visionen haben, die Bock haben, was an diesem Land zu ändern. Und genau mit euch will ich dieses Jahr auch kämpfen. Und auch wenn jetzt gerade der Frust groß ist und die Wut groß ist, jetzt ist unsere Chance, was zu machen. Jetzt geht es auch darum, zum Beispiel den Bundesvorstand jetzt komplett neu zu wählen. Gerne auch mit einer basisdemokratischen Urwahl. Jetzt ist unser Zeitpunkt, was zu ändern. Und ich hoffe, viele von euch sind mit dabei. Den Tweet, von dem ich am Anfang geredet habe, den verlinke ich euch auch nochmal. Auch sonst könnt ihr mir gerne mal eure Kommentare sagen. Auch gerne Solidaritätsbekundungen, wie wir jetzt nach vorne gehen. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.